Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch, denn wie ihr sehen könnt, haben wir hier einmal die bezaubernde Robin, die wir heute zusammen spielen werden und welche ich euch einmal vorstellen darf. Dank eurer Unterstützung und da HoYoVerse mit meinem Video sehr zufrieden war, wurde ich tatsächlich eingeladen auf den Testserver, um euch auch Robin eine Woche vor Release einmal vorzustellen und zeigen zu dürfen. Und ich fühle mich total geehrt und ich bin sehr froh, dass wir dieses Video heute machen können. Deswegen auf jeden Fall vielen Dank nach wie vor für euren Support. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wirklich mega cool. Wir werden uns aber nicht nur anschauen, wie Robin sich hier schminkt, sondern wir werden sie sicherlich auch singen hören. Denn das Ziel von diesem Testserver ist, dass ich euch die Charaktere etwas genauer zeige und vorstelle. Also es wird hier kein kompletter Guide und alles Mögliche sein, sondern wirklich eine Charaktervorstellung, so dass wir mal sehen, was Robin denn drauf hat und wie man sie vielleicht mit den anderen Charakteren vergleichen kann und dass ihr vielleicht genauer wisst, passt sie für mein Team, passt sie auf meinen Account, habe ich eine One May, brauche ich dann noch Robin oder nicht? Also wir werden uns einmal ihre Skills genauer anschauen und auch ihren Lichtkegel, ihren eigenen, den sie dann hat und welche Möglichkeiten wir da haben. Bitte bedenkt, das Ganze ist von einem Testserver und die Dinge können sich dann bis zur offiziellen Release noch ändern. Und wenn der Charakter dann offiziell erscheint, werde ich auch einen ausführlichen Guide zu ihr machen, wo dann alle wichtigen Infos mit dabei sein werden, wie ihr den Charakter denn genau baut, was für Alternativen ihr habt und in welche Teams ihr denn gut reinpasst. Heute beschränken wir uns also eher nur darauf, was denn ihre Skills sind, ihre Funktionen, wie die Zahlen so aussehen und welche kleinen Möglichkeiten man denn so hätte. Auf der Mitte des Bildschirms dieses leicht sichtbare MW94, das Wasserzeichen muss ich machen, nur dass ihr Bescheid wisst, damit man nachverfolgen kann, falls mein Content irgendwo anders auftaucht oder genutzt wird, woher das ganze Ding kommt. Das ist eine Regel, da, ja, habe ich mich dran gehalten. Nur, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum das denn da ist. Aber ich würde sagen, wir haben genug gequatscht und wir legen jetzt mal los und schauen uns an, was die liebe Robin denn so drauf hat. Also, da ist die gute Robin. Wir sind mal in einen Kampf gegangen und wir haben ein Team mit Dr. Ratio und Topaz und Avengerine. Warum, werdet ihr sicherlich gleich noch erfahren. Und als erstes gucken wir uns doch mal die Skills und die Details an, denn Robin ist vom Typ Harmonie und ihre Stärke ist dann natürlich, das Team zu buffen. Also auf ihre Schandangriffe müssen wir gar nicht genau eingehen, die verursachen nur physischen Schaden, ist aber nichts, was Robin so besonders macht. Viel wichtiger und geiler wird die Fertigkeit sein, denn mit der Fertigkeit erhöht sie den verursachten Schaden aller Verbündeten für 3 Runden um 43% und die Dauer von ihrer Fertigkeit wird jeweils um 1 Runde verringert, wenn sie dran ist. Und jeder, der One May spielt, dem dürfte das jetzt schon bekannt vorkommen, denn die gute One May hat genau das gleiche mit ihrer Fertigkeit und zwar ein Buff fürs Team und zwar für exakt 3 Runden und eine Rundenanzahl wird gesenkt, wenn sie wieder zum Zug kommt. Noch dazu aber, und das ist sehr wichtig bei der lieben Robin, bekommen wir nach dem Einsatz der Fertigkeit 5 Punkte Energie wieder her. Und Energie ist bei ihr sehr wichtig, denn die Energie kostet bei ihr 160 Punkte. Und auf die Ultimate kommen wir gleich noch, das ist somit das Herzstück und das Wichtigste oder auch das Geilste von ihr. Aber wir sprechen erst über das Talent, denn das ist auch ziemlich interessant und vor allem OP. So, hier haben wir einmal ihr Talent und das erhöht den kritischen Schaden aller Verbündeten um 16,2%. Das geht natürlich noch höher, ich habe jetzt die Fähigkeiten alle auf Stufe 8 gemacht. Und jetzt kommt noch ein interessanter Punkt, denn nach einem Angriff eines Verbündeten bekommt Robin 2 Punkte Energie einfach on top. Und was sagt uns das? Verbündete, die häufig angreifen, geben Robin extrem viel Energie. Und das Team, was wir gerade haben, macht extrem viele Folgeangriffe. Dr. Ratio kann Folgeangriffe machen, Topaz macht Folgeangriffe, Aventurine macht Folgeangriffe und jedes dieser Angriffe gibt Robin 2 Punkte Energie. Das sorgt schon fast dafür, dass wir fast permanent die Ultimate laufen lassen kann. Zu der kommen wir auf jeden Fall gleich noch und das ist eigentlich schon insane. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt nur in diesem Team Robin sehr gut ist. Wir gucken uns später noch andere Möglichkeiten an, welche denn noch in Frage kommen würden. Hier unten sehen wir auch noch einen Bonuseffekt und zwar beim Kampfbeginn wird die eigene Aktion von ihr vorgezogen um 25%. Das ist gut, das heißt nämlich auch, dass wenn ihr Robin nicht im Team mit der meisten Geschwindigkeit hat, ist sie eventuell trotzdem im Team als erstes dran, was dafür sorgt, dass wir mit der Fertigkeit starten können und so alle Teams, die danach, oder alle Charaktere, die danach im Team angreifen, sofort von dem Buffs der Fertigkeit profitieren. So, jetzt gucken wir uns das erstmal an. Wir setzen die Fertigkeit ein. Die Fertigkeit bufft jetzt den Schaden aller Verbündeten und das sieht wunderschön aus. Schaden erhöht, das ist doch schon mal ganz gut. Ich zeige euch nach der Demonstration von der lieben Robin auf jeden Fall auch einmal Gameplay in der vergessenen Halle, weil das ist jetzt erstmal nur zum Demonstrieren mehr oder weniger. So, hier machen wir noch einen Standardangriff. Ich hoffe, wir kommen überhaupt dazu, ihre Ultimate zu zünden. Aber hier sehen wir jetzt vielleicht ganz gut,
dass Robin ein wenig Energie bekommt für jeden Angriff, der ausgeführt wird. Jedoch sind die Gegner einfach weak und die gehen einfach drauf. So, da kommt aber glücklicherweise noch eine zweite Wave. Deswegen sollten wir das eigentlich ganz gut hinkriegen, dass wir mit Robin eine Ult fertig machen. Man sieht es vielleicht nicht ganz genau, aber die Ultimate füllt sich nach und nach auf. Wir kriegen halt 2 Punkte pro Angriff und das summiert sich. Nach der Ultimate von Aventurin ist ihre Ultimate auch ready. Die wollen wir uns natürlich dann einmal in Ruhe anhören, denn die Ultimate ist ziemlich schön. Passt auf. So, die Musik während der Ultimate, während sie in der Ultimate ist, hält an. Das ist kein Scherz. Solange wir jetzt in dieser Phase seid, hören wir diese Musik. Aber was macht die Ultimate denn überhaupt genau? Das gucken wir uns einmal hier an. Die Robin tanzt jetzt auch hier super schön, wie wir sehen können. Und zwar haben wir die hier einmal. Robin tritt in den Status Konzert ein, wodurch alle Verbündeten außer ihr selbst sofort eine Aktion ausführen können. Wir drücken mal kurz auf Escape, guck mal nach oben links. Alle außer sie selbst sind direkt als nächstes am Zug. Ich weiß jetzt nicht, wie es vor ihrer Ultimate aussah, aber auf jeden Fall hat Aventurin, glaube ich, zuletzt angegriffen und die Aktion wurde vorgezogen und Nambi gehört dazu. Also Conti im Deutschen. Und das ist schon mal der erste Punkt, der ziemlich broken ist. Wir gucken aber weiter, während die liebe Robin weiterhin von uns singt. Im Status Konzert wird der Angriff aller Verbündeten in Höhe von 20,9%, das kommt natürlich darauf an, auf welchem Level ihr das habt, von Robins Angriff plus 162 erhöht. Nach jedem Angriff eines Verbündeten verursacht Robin einmal zusätzlichen physischen Schaden in Höhe von 108% ihres Angriffs. Das heißt, Robin skaliert schon mal voll auf Angriff. Umso mehr Angriff ihr auf ihr habt, desto besser wird der Buff für die Verbündeten. Außerdem greift sie selber noch an. Wie hoch die Zahlen da sein werden, schauen wir uns gleich einmal an. Noch zusätzlich wird der Schaden, den sie verursacht, mit 100% Crit Rate und 150% kritischen Schaden gebufft, sozusagen. Das heißt, sie macht auf jeden Fall einen Crit, während sie in dieser Ultimate ist. Noch zusätzlich ist sie immun gegen Mengenkontroll-Debuffs. Und das Einzige, was sonst noch wichtig ist, ist, dass Robin während dieser Phase keine Aktion selbst ausführen kann. Das heißt, ihr könnt keine Standangriffe machen oder auch ihre Fertigkeit nicht verlängern. Sondern der Status Konzert hat eine separate Cooldown und eine Geschwindigkeit von 90. Das heißt, wir werden gleich sehen, links in der Leiste, wo denn ihre Ultimate dran ist. Und wenn das passiert, dann ist quasi der Status beendet. Hier unten sehen wir sogar noch einen Bonuseffekt. Das ist dann der dritte Bonuseffekt. Und zwar im Statuskonzert wird der kritische Schaden aller Verbündeten bei Folgeangriffen um 25% erhöht. Hier steht wirklich nur Folgeangriffe. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass Robin nur bei Teams mit Folgeangriffen gut ist. Aber ein bisschen schon. Also sie funktioniert natürlich auch in vielen anderen Teams, aber dazu kommen wir später noch. Jedoch ist so, das Team, was ich gerade spiele, ich habe mir schon wirklich viele Gedanken gemacht, das Team, was ich gerade spiele, ist für sie gemacht. Wirklich. Also, erst dachte ich mir bei Aventurin, der ist für Topaz und Dr. Rachel gemacht und Robin ist so die perfekte Ergänzung. Also, ich glaube, das ist so mit das, was am besten passt und harmoniert. Aber wie gesagt, das ist nicht das einzige Team, wo man Robin ziemlich gut einsetzen kann. Also, da schon mal keine Angst. Und ich glaube, das verdeckt gerade meine Kamera, aber da können wir dann gleich einmal drauf schauen. Wir machen einfach mal ein paar Angriffe und wir machen extra nicht auf schnell, weil die Zahl, die Robin verursacht, die ist schwer erkenntlich, aber man sieht es immer so ungefähr. Wir schauen mal. So, Dr. Rachel ist ordentlich gebufft. Da war schon mal einmal der Tick von ihr und hier nochmal 6324 Hit von Robin. Das ist quasi passiv. Oh, ich hoffe, die gehen jetzt nicht alle drauf. Und hier nach Nambis Angriff? Ja, okay. Vielleicht schaffen wir es hier nochmal, euch das zu demonstrieren. Aber es kommen so ungefähr, wenn ich es richtig gesehen habe, nach jedem Angriff, egal ob Folgeangriff oder nicht, ein Angriff von Robin dazu. Hier oben sehen wir jetzt tatsächlich, ja, das sieht man jetzt, super. Das ist die Ultimate von Robin. Sobald wir hier wieder sind, ist dieser Status beendet. Und 7906 Crit. Also wirklich nach jedem Angriff verursacht die physischen Schaden. Und das Krasse ist, auch in längeren Kämpfen werden wir das gleich sehen, dass wir parallel ja ihre Ultimate wieder auffüllen, weil für jeden Angriff einfach 2 Punkte Energie immer wieder auf Robins Konto gehen. So, wir sind jetzt nochmal in einen anderen Kampf gegangen und wir sind auch wieder mitten in der Ultimate. Hier in diesem Bereich oder in diesem Kampf haben wir die Bossmusik weiterhin vom Schwarmkönig. Ich wusste tatsächlich bis gerade nicht, dass Robin hier die Musik nicht ändert. Und an der Stelle habe ich, glaube ich, vergessen zu Beginn zu sagen, ich habe jetzt nicht
den Charakter stundenlang gespielt. Das ist auch irgendwo meine erste Reaktion. Deswegen, falls ich da irgendwas nicht ganz 100% richtig verstanden habe, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber das ist quasi auch mein erster Eindruck von Robin selbst. Und dann gucken wir uns weiterhin an, wie viele Ticks denn Robin so insgesamt denn verursacht. Hier waren nochmal 7000 Crit. Nach dem Folgeangriff sehen wir, da haben wir jetzt keine physischen Schaden-Hits sehen können. Hier sind aber wieder 5000 gewesen. Nach Conti 5000. Es ging instant weg. Also da muss man wirklich schnell gucken. Hier noch ein Angriff. 5000. Das summiert sich schon. Das summiert sich schon. Von der Ultimate von Robin ist ja ziemlich gering. Das heißt, alle meine Charaktere können zweimal angreifen, bis Robins Ulti vorbei ist. Die sehen wir hier links. Also das Ganze ziemlich OP. So, wir machen weiter Angriffe. Und jedes Mal für jeden Angriff verursacht Robin indirekt auch weiter Schaden. Nochmal 5000. Also im Schnitt machen wir so 5000. Was ich auf ihr drauf habe, was für Relikte und auf welchen Lichtkegel, zeige ich euch gleich einmal. Und wir beenden jetzt erstmal den Kampf. So, bevor wir in die vergessene Halle gehen, schauen wir doch jetzt einfach mal, was für Stats meine Robin hatte. Und die ist gar nicht so perfekt gebaut, wie einige von euch jetzt vielleicht denken. Denn wir haben 126 Geschwindigkeit. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ich muss halt das nutzen, was ich jetzt zur Verfügung habe. Und bei den Lichtkegeln hatten wir nicht ihren eigenen Lichtkegel, sondern mit einer der besten Free-to-Play-Optionen, wie ich finde. Und zwar ein 3-Sterne-Lichtkegel, Einklang der Zahnräder, welche wir alle erspielen können oder alle auf Bündelungsstufe 5 kriegen. Diese ist tatsächlich sogar ziemlich gut, denn wir bekommen Energie zusätzlich, wenn wir angegriffen werden. Das geht zwar nur einmal pro Runde, aber es ist trotzdem richtig OP. Der einzige Nachteil dabei ist, dadurch, dass wir sehr viel Angriff auf Robin haben wollen, weil sie ja auf Angriff skaliert oder der Buff davon skaliert, ist natürlich 317 Basisangriff vom Lichtkegel bei einem 3-Sterne-Lichtkegel ziemlich gering. Ne? Deswegen ist natürlich cooler, wenn man eine bessere Option hat. Die Sache ist, es gibt gar nicht so viele coole weitere Free-to-Play-Optionen bisher. Vielleicht kommt da ja was noch zusätzlich mit dem nächsten Patch, aber Stand jetzt finde ich höchstens noch das vielleicht ganz okay, aber das ist halt ein bisschen Gamble mit, je nachdem, welchen Buff man hier kriegt. Und ansonsten sind die 4-Sterne-Lichtkegel jetzt nicht so der Hammer, die man für sie nutzen kann. Eventuell wäre noch planetarisches Rendezvous eine gute Option, aber da seid ihr gezwungen, ein Physical Main DPS zu spielen, wie möglicherweise Bootil, der bald noch kommt, oder auch Argenti. Am besten ist natürlich ihr eigener Lichtkegel. Dieser gibt erstens halt extrem viel Angriff dazu und die Fähigkeit ist natürlich voll auf sie angepasst. Denn jedes Mal, wenn ein Verbündeter angreift, erhält der Träger eine Stapelung Gesang und jede Stapelung Gesang erhöht die Energiewiederherstellungsrate des Trägers um 3% bis zu 5 Stapelungen. Also jedes Mal 3% bis zu 5 Mal heißt 15% mehr Energiewiederherstellungsrate und das ist ja genau das, was Robin will. Also eigentlich wollt ihr bei ihr oder mit ihr permanent in der Ult sein, damit ihr die Aktion der anderen Verbündeten vorzieht und damit der Damage ordentlich gebufft wird. Noch zusätzlich steht hier, wenn der Träger den Ultimate einsetzt, wird Gesang entfernt und er erhält Farbenpracht. Farbenpracht erhöht für eine Runde den Angriff des Trägers um 48%, also wird der Buff besser, und den verursachten Schaden aller Verbündeten um 24%. Das ist, ziemlich perfekt für sie. Aber auch der Lichtkegel von Ruan Mei oder auch von Bronya dürften da eigentlich ziemlich gute Alternativen sein. Je nachdem, was ihr natürlich zur Verfügung habt. Jeder Account sieht da anders aus und das wird natürlich dann schwierig so zu sagen. Aber wie gesagt, 3 Sterne. Ihr habt es gerade gesehen. Ihr kriegt dadurch viel Energie, ihr kommt schnell in die Ult und das ist schon mal eine gute Alternative. So, wir benutzen jetzt mal ihr Lichtkegel nochmal zusätzlich, wenn wir gleich in die vergessene Halle gehen. Und ich zeige euch auch gerne nochmal, was ich auf ihr drauf habe. Ich habe jetzt einfach 4 Teile vom Musketieren-Set genommen mit Angriff auf dem Körperteil, Angriff auf den Schuhen, Angriff auf dem Orb und auf dem Verbindungsseil habe ich Energiewiederherstellungsrate. Möglicherweise wäre Geschwindigkeit hier eine bessere Option. Aber wie gesagt, ich musste gucken, was hier so zur Verfügung ist. Ich denke aber, überall Angriff oder viel Angriff ist the way to go. Je nachdem, wie man sich die Spuren hier anguckt, ist eventuell 4000 Angriff so ein guter Wert, an dem man sich richten sollte oder welchen man haben möchte. Man kriegt aber auch durch den Attributsbonus nochmal zusätzlich Angriff, Geschwindigkeit und Leben. Ich habe es falsch rum gesagt, hier Geschwindigkeit und da Leben. Also wenn ihr alles hochlevelt und alles andere haben wir uns eigentlich schon angeguckt, was die Bonusfähigkeiten angeht. Eines, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wäre einmal ihre Technik. Und die ist eigentlich ziemlich simpel erklärt. Wir machen unsere, Moment, ich kann euch das ja mal demonstrieren. Wir machen die Technik, Leute, die hier drin sind oder Gegner, die hier drin sind, werden quasi angezogen, greifen uns aber nicht an. Und wenn wir dann aus der Technik heraus einen Angriff starten oder in den Kampf starten,
bekommt Robin Energie dazu pro Runde. Und das ist auf jeden Fall nice zu machen, wichtig, aber es ist jetzt nichts Kompliziertes oder etwas, worüber man da, ich sag mal, mehr reden müsste. So, wir sind hier jetzt einmal gegenüber der Bronja. Ich denke, hier können wir auf jeden Fall besser und mehr testen. Wir setzen mal kurz hier alles ein. Zack. Bin mal gespannt, ob sie jetzt hier auch anfängt zu singen in der Ult oder nicht. Aber ich meine, ich habe es schon gehört, von daher ja. Also, ich dachte eigentlich, sie macht das überall. So, wir starten mit der Fähigkeit. Das ist ein kleiner Unterschied. Ruan Mei, wenn sie ihre Technik zu Beginn macht, dann hat sie auf jeden Fall schon mal von der Fähigkeit zu Beginn einen Punkt. Aber dadurch, dass von Robin die Aktion um 25% vorgezogen wird, sind wir eigentlich, je nachdem wie viel Geschwindigkeit natürlich eure Truppenmitglieder haben, sind wir eigentlich mit ihr fast immer als erstes dran, weil 25% ist schon eine Menge. Und ja, so können wir dann direkt mit der Fähigkeit starten. Sehr schön, so ist der Schaden schon mal von allen erhöht. Zack, jetzt gucken wir mal, wie schnell wir ihre Ult aufgeladen kriegen. Unten sehen wir auch schon die Batteriesymbole bei Robin. Das klappt ganz gut. So, und obwohl Robin fast nicht mehr angegriffen hat, seitdem wir ihre Fähigkeit gemacht haben, ist ihre Ultimate so gut wie ready. Also ihr seht selber, vergleicht das mal mit nach dem Einsatz ihrer Fähigkeit bis jetzt, wie viele Folgeangriffe entstanden sind und wie voll wir ihre Ultimate haben. Und die kostet 160, ist also mit die teuerste. So, jetzt können wir sie einsetzen und mal gucken. Da ist es doch. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht der eine oder andere nicht mag, währenddessen die ganze Zeit ihre Musik zu hören. Aber ich persönlich finde das Feature eigentlich ganz cool. Und ja, deswegen habe ich da weniger ein Problem mit. Damage ist deutlich erhöht. Mal gucken, wir müssen ja mal gucken. Stimmt, ich wollte euch jetzt vergleichen. Wie hoch ist denn jetzt ihr Schaden von ihren Angriffen? Wir machen das mal hier. Das können wir jetzt durch die Ratio Ult ganz gut vergleichen. Wir wechseln mal das Target. Und gucken mal, wie hoch sind die Fix. Da, oh shit, das geht immer so schnell. 16.000 von Robin on top. Da waren, glaube ich, nochmal irgendwas fünfstelliges. Und down ist das Ding. Also der Damage während ihrer Ult ist natürlich für die Truppenmitglieder insane gebufft. Wir gucken nochmal ganz kurz. Erhöht die Energiewiederherstellungsrate um 15%, das ist durch diese ganzen Stacks. Erhöht den kritischen Schaden bei Folgeangriff um 25%, das ist jetzt nur während der Ult durch ihre Bonusfähigkeit. Erhöht den Angriff um 1179 Punkte, das ist durch ihre Ultimate, Konzert und basierend auf ihrem Angriffswert. Hier nochmal durch ihr Light Cone. Erhöht Angriff um 48% und verursacht Schaden um 24%, also mehr Schaden, nehme ich an. Also das ist schon krass. Arie ist ihre Fertigkeit, erhöht verursachten Schaden um 43%. Und hier unten haben wir nochmal harmonische Ode, erhöht den kritischen Schaden um 16,2%. Wait, das ist von ihrer Fertigkeit, oder nicht? Ja, der verursachte Schaden, hier, genau. Ah, das war ihr Talent. Stimmt. Ihr Talent erhöht den kritischen Schaden. Also Buffs über Buffs über Buffs über Buffs. Und ja, ihr seht, es ist auf jeden Fall eine Menge, was man bei Robin denn so dazu kriegt. Und deswegen, ich kann, also, mein erster Eindruck ist broken. Einfach nur OP. Und egal wie gut sie wäre, ich habe es in meinem letzten Video schon gesagt, egal wie gut Robin wird, ich werde sie garantiert pullen. Einfach nur, weil ich es total cool finde, einen melodischen Charakter zu machen mit Gesang. Ich höre viel Musik, gerne Musik. Vielleicht jetzt nicht unbedingt sowas, aber ich feiere es einfach total. Ich glaube, man kann meine Begeisterung so ein bisschen ablesen. Auf jeden Fall ja, hält die Ultimate jetzt so lange, bis hier alle durch sind. Und wir machen einfach weiter. Hier, 20.000 Hit kam gerade nebenbei. Einfach so. Und sie ist auf E0, ne? Nur mal so gesagt, ihre Talente oder Spuren sind alle nur auf 8 gelevelt. Und ich habe nichts auf 10 gemacht. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Genauso wie mit den Relikten. Die sind zwar von den Mainsets passend, würde ich behaupten. Aber jetzt nicht insgesamt mit den Substats. Da waren nämlich einige Stats bei. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Die ganze Zeit kommen noch weitere Hits von ihr während ihrer Ultimate hinzu. Da wieder 15.000. Hier wieder 16.000. Es ist nur manchmal schwierig aufzuschnappen, deswegen habe ich nicht doppelte Geschwindigkeit. Hier wieder 16.000. Das ist einfach Wahnsinn. So, wir brauchen kein Schild. Machen Standangriff. 17.000. Hier nach nicht. Okay. Und jetzt endet gleich ihre Ultimate. Das sehen wir hier oben links. Lassen wir die Gegner kurz mal angreifen. Und genießen in der Zeit noch die Musik.
Jetzt kommt noch ein Feuerangriff. Deswegen sind Feuerangriff-Charaktere so gut mit ihren Kombinationen. So, hier beendet sie den Stabskonzert und guckt euch jetzt mal an, wie voll die Spezialfähigkeit wieder aufgeladen ist. Dadurch, dass nach jedem Angriff sie 2 Punkte Energie bekommt, ist einfach die Ultimate wieder half voll. Half voll? Halb voll. Denglisch, Entschuldigung. Also ihr merkt schon, das ist ziemlich insane. Ihre Ult kann man wirklich jede zweite Runde gefühlt zünden, wenn die vorbei ist. Zumindest in diesem Team. In anderen Teams habe ich sie natürlich bisher nicht getestet. Jetzt wurden wir noch angegriffen und ihre Ult ist ready. Also, ich hoffe, ihr mögt den Song, wenn ihr Robin pullt, weil ansonsten müsst ihr wahrscheinlich stumm spielen. So sieht's leider aus. Aber wie gesagt, mir persönlich macht das glücklicherweise nichts. Okay, jetzt spielen wir sie einfach noch. Die Damage-Zahlen von Robin nebenbei, die auftauchen, sind halt auch heftig, ne? Und allein, dass sie die Aktion von allen Charakteren vorzieht, und zwar instant, ist einfach ziemlich OP. Also, ja, ihr seht selber. So, jetzt natürlich noch eine Sache, die sich wahrscheinlich viele fragen. Hier haben wir die einzigen 4 5-Sterne-Charaktere vom Pfad Harmonie. Und hier ist natürlich die Frage, ist jetzt die Robin die beste in diesem Bereich? Also, ist das jetzt wirklich ein Must-Pull, wenn man eine Ruan-Mei hat oder Sparkle oder Bronya? Und Ruan-Mei und Robin, finde ich, kann man eigentlich sehr gut vergleichen. Bronya und Sparkle sind dann nochmal ein bisschen was anderes. Denn die beiden Charaktere sind mehr auf Hyper-Carry-Teams fokussiert. Weil sie eben nur einen Charakter überwiegend buffen oder die Aktion von einem Charakter vorziehen können. Bei Sparkle, sie hat noch einen anderen Vorteil, dass sie Fertigkeitspunkte generieren kann, was wichtig für Charaktere ist, wie dann Hank zum Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, Bronya und Sparkle kann man nicht wirklich mit Robin vergleichen, weil Robin gibt nur mal einen Team-Buff, und also einen Buff für alle, und Bronya und Sparkle eher nur für einen Charakter, weswegen ich die beiden außen vor lassen würde. Aber jetzt die Frage, Ruan-Mei oder Robin, und da unterscheiden die sich in einigen Punkten, aber sie sind auch irgendwo unterschiedlich. Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt erstmal den eigenen Damage-Output angehen, dann kann Robin zwar mit ihrer Ultimate oder während ihrer Ultimate sehr viel Schaden insgesamt verursachen, je nachdem, wie viel Angriff ihr natürlich auf ihr habt, aber auch Ruan-Mei sollte man nicht unterschätzen. Allein mit ihrer Technik in der Universum-Simulation, an die Ruan-Mei spielen, kann man ganz viele Gegner one-hitten, wenn man ihre Technik davor einsetzt. Denn der Bruch-Effekt-Schaden ist bei ihr enorm. Und auch wenn ihr es mal hinkriegt, mitten im Kampf mit ihr einen Bruch-Effekt auszulösen, dann ist der Schaden einfach enorm. Dafür baut man sie auch auf Bruch-Effekt, und das ist so ihre Stärke. Also vom Damage-Output her ist es schwierig, die beiden zu vergleichen, weil Ruan-Mei macht das eher zu Beginn des Kampfes und mit ein bisschen Glück natürlich auch im Kampf. Und sie hat natürlich die Möglichkeit in ihrer Ultimate, dass die gegnerischen Angriffe delayed werden, dadurch, dass der Schwächebruch, das heißt, wenn die Gegner sich wiederholen würden, dass der nochmal verlängert wird und da auch nochmal mehr Schaden entsteht, was auch sehr gut in Dot-Teams ist, weil so Dot-Effekte zweimal ausgelöst werden quasi. Das heißt, Ruan-Mei ist auf jeden Fall ein guter Charakter nach wie vor und bufft ebenfalls das ganze Team und auch ein perfekter Charakter, den man gerne in Dot-Teams unter anderem nutzt. Robin zum Beispiel kann man auch sicherlich sehr gut mit Kafka und Black Swan spielen, aber eine Bonusfähigkeit erhöht den kritischen Schaden von Folgeangriffen. Da wäre jetzt zum Beispiel Kafka mit ihrem Folgeangriff zwar noch da, und ein anderer Buff erhöht den kritischen Schaden nochmal zusätzlich. Und dadurch, dass Dots nicht kritten, verliert man dann natürlich irgendwie was an Schaden. Das heißt, da bei Dot-Charakteren oder in Dot-Teams wäre Ruan-Mei schon mal die bessere Option als Robin. Aber dafür löst Robin Ruan-Mei ab, wenn es um Folgeangriff-Teams geht, wie zum Beispiel mit Topaz oder auch Dr. Reishu, wie wir es gerade gespielt haben. Die beiden Charaktere buffen auf jeden Fall mit ihrer Fertigkeit das komplette Team für 3 Runden. Also das ist quasi gleich, nur ein bisschen anders. Ruan-Mei gibt mit einer Bonusfähigkeit oder durch ihr Talent nochmal zusätzlich Geschwindigkeit fürs Team, während Robin aber zusätzlichen Schaden gibt fürs Team. Also es haben beide so minimale Vor- und Nachteile. Ich denke, im Großen und Ganzen könnt ihr beide Charaktere natürlich auch in jeglichen anderen Teams spielen. Ich kann mir Robin auch ziemlich gut vorstellen mit anderen Charakteren wie Jing Wan und Topaz oder auch mit Jing Liu und Blade. Also dadurch, dass ihr einen Teambuff habt, wollt ihr auf jeden Fall 2 DPS in einem Team spielen, weil wenn ihr nur auf einen DPS geht, wie Jing Liu zum Beispiel, oder dann Heng, dann wären Bronya und Sparkle sicherlich die bessere Option. Aber da kommt es natürlich wieder darauf an, was ihr zur Verfügung habt. Himiko und Hertha wären ebenfalls noch eine gute Option, zumindest für den Spielmodus Pure Fiction. Da wird Robin sicherlich auch eine extrem gute Harmoniecharakterin sein, oder beziehungsweise Buffer fürs Team. Aber auch andere Charaktere wie Agenti können sicherlich ziemlich gut von ihr profitieren. Da könntet ihr auch das Penacony Planar Set tragen,
weil er ja auch vom Typ Physical ist. Und auch mit Bootle wird das wahrscheinlich sehr gut zu kombinieren sein. Eine Seele sollte man auch nicht unterschätzen, denn auch sie macht viele Angriffe. Und wenn sie jemanden killt, kann sie ja nochmal angreifen. Und das sind jedes Mal 2 Punkte Energie für Robin. Und so kriegt ihr ihre Ult einfach extrem schnell aufgeladen. Und dadurch, dass ihr die Aktion auch vorziehen könnt, könnte auch Robin mit einer Seele ziemlich gut funktionieren. Also ihr merkt sicherlich schon selbst, es gibt verdammt viele Möglichkeiten. Und ich glaube, Robin ist zwar am besten möglicherweise in Folgeangriff-Teams. Was heißt möglicherweise? Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Erstens halt wegen dem 25% zusätzlichen Schadensbuff während ihrer Ultimate, nur für Folgeangriffe, und halt, weil die nun mal am meisten Energie für sie regenerieren können, was viele andere Charaktere halt einfach nicht können. Aber ich denke trotzdem, dass Robin auf jeden Fall ein Charakter ist, den man überall einsetzen kann. Falls ihr jetzt zum Beispiel neu im Spiel seid oder von den Charakteren, die ich euch hier gerade zeige, niemanden bisher besitzt oder vielleicht gar keinen Harmoniecharakter habt. Ich denke auf jeden Fall, für den ersten Einblick sollte das reichen. Ich hoffe, dass das Video, so wie ich es gemacht habe, okay ist. Wenn es so online gekommen ist, dann wird das wohl okay sein. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich nochmal für all euren Support. Ohne eure Unterstützung wäre das Ganze hier gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank auch nochmal an HoYoVerse, dass ich eine Einladung bekommen habe für diesen Testserver und dass ich euch hier Robin vorzeitig einmal vorstellen kann. Ich freue mich sehr auf ihren Release, auch schon bevor ich sie getestet habe. Und ich denke, in meinem Team mit Dr. Ratio und Topaz wird sie sich ziemlich wohlfühlen. Wan Mei bleibt dann weiterhin einfach mit Black Swan und Kafka in meinem Team. Auch da macht sie einen insane Job. Und ich denke, so kann ich beide Charaktere ziemlich gut verwenden. Dankeschön auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von Robin haltet. Und falls irgendwas vergessen worden ist von mir, könnt ihr mich gerne korrigieren. Wie gesagt, das war hier auch so ein bisschen First Playthrough von mir, ohne dass ich groß sie davor getestet habe. Dankeschön wie immer für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.